Bei uns zu Hause im Garten, da haben wir so ein kleines Vogelhäuschen und wir lieben das, zu gucken, wer kommt denn da alles zu Besuch. Manchmal gibt es wirklich so Strichlisten, da wird dann genau notiert, wer da war. Grünfinken, Meisen, sogar auch schon Dompfaffpärchen haben wir da gesehen. Oder auch mal ein Eichhörnchen kommt vorbei. Wenn wir mal bei Thomas Gers im Garten vorbeischauen würden in Recke, dann könnte man noch viel längere Strichlisten führen. Der hat nicht nur ein Vogelfutterhäuschen, sondern ganz viele. Und er freut sich genauso über die Gäste, die da jeden Tag bei ihm vorbeischauen. Und mit ihm Millionen Menschen. Denn er streamt mittlerweile auf mehreren Kanälen Bilder aus seinem Garten ins Netz. Wenn es in der Vogelwelt sowas wie einen Feinschmeckeratlas gäbe, Thomas Gers Garten in Recke hätte einen fetten Eintrag und mindestens 3 Sterne. Erst seit 1,5 Jahren betreibt er seine verschiedenen Futterstationen. Ich hatte von dem Insektensterben gehört und habe mich ein bisschen damit beschäftigt und habe herausgefunden, dass einige Ornithologen der Meinung sind, die Ganzjahresfütterung der Wildvögel wäre notwendig. Und das war der Startschuss zur ersten Vogelfutterstation. Blaumeiseneltern, eine ganze Horde Dohlen, sogar ein Schleiereulenpaar. Alles Dauergäste. Der 38-Jährige hat überall Kameras installiert und streamt ins Internet. Es hat alles ziemlich klein angefangen mit einer Station und je mehr Leute die Livestreams geguckt haben, desto größer wurde es dann mit der Zeit. Das hat mir dann noch Freude bereitet, zu sehen, dass die Leute Spaß hatten an der Sache und so wurde es dann mit der Zeit immer mehr. Futter ist hier nicht gleich Futter, er stellt es individuell zusammen. Also man achtet darauf, was die Vögel am liebsten fressen und bietet dann davon am meisten an. Das Fettfutter ist aktuell sehr beliebt. Gerade für die Meiseneltern oder für die Vögeleltern ist es wichtig, dass die Flugenergie jetzt da ist, um die Jungvögel zu versorgen. Und da bietet das Fettfutter einfach am meisten Energie. Gerade während dieser Aufzuchtphase futtern die Vögel im Sommer viel mehr als im Winter. 6,5 Kilo gehen weg pro Tag. Die Futterstationen haben inzwischen viele Fans im Netz. Es gibt ganz viele Leute, die mir schreiben, dass sie jetzt angefangen haben, durch die Streams Vögel zu füttern, dass sie Nistkästen bauen wollen. Ich bekomme Zuschriften von Kindergärten, von Grundschulen, normalen Schulen, die Streams im Unterricht oder in den Pausen gucken. Das Pflegeheim in Recke hatte meine Streams im Gesellschaftsraum laufend. Eine Universität in den USA hat die Streams für ein Studio benutzt. Seit Beginn seiner Livestreams haben mehr als 9 Millionen Menschen den Vögeln in Thomas Gers Garten zugeguckt. Tendenz steigend. Es gibt viele Leute, die gerade jetzt zur Corona-Zeit auch schwierige Zeiten durchleben und finden es eben sehr schön, die Streams auch so zu sehen, weil es Entspannung bringt und vielen auch in depressiven Phasen auch so ein bisschen erheitern. 6.000 Euro würde ihn allein das Futter kosten pro Jahr. Deshalb sponsert ihn ein Futtermittelhersteller. Sonst könnte sich der Werbefachmann sein Hobby nicht leisten. Das Projekt geht hoffentlich immer weiter. Ich habe nicht vor, das zu beenden. Dafür ist es einfach zu schön.